Ja, und so begrüße ich euch wieder an der gleichen Stelle und ich glaube, wir müssen die Seile nicht nochmal komplett neu bespaßen. Und das war jetzt natürlich ein Griff ins Klo. So, wir gucken mal, dass wir die Seile nicht bespaßen müssen. Das wäre natürlich schön. Es wäre eine günstige Alternative zu dem, was wir jetzt hier erlebt haben. Und wir haben auf jeden Fall das Secret hier rausgeplündert, was ich gut finde. Denn jedes Secret tut in dem Sinne auch zählen. Gut, wir müssen die Seile nicht nochmal neu bespaßen. Warum sage ich da eigentlich bespaßen zu? Das hört sich so geschwollen an. Na gut. Nennen wir es bespielen. Nee, das ist scheiße. So, ich kletter einmal hoch, um das Seil zur Ruhe zu bringen. Es wäre ärgerlich, wenn wir jetzt daran scheitern. Letzten Endes, glaube ich, ist es auch einfach nur ein Ding der Übung mit den Seilen. So schlimm ist das mit den Seilen ja doch nicht. Es ist einfach nur ein Punkt der Übung. Und ich denke mal, das werden wir schon alles irgendwie wuppen. So, das sieht jetzt höchst gefährlich aus, wenn ich ehrlich bin. Sieht jetzt so aus, als könnten wir daran scheitern. Aber nein, das tun wir nicht. So, wir tun daran nicht scheitern. Wir täten aber Gutes daran, wenn wir gucken würden, ob hier noch irgendwo irgendwelche Sachen versteckt sind. Irgendwelche Extras, die wir definitiv gebrauchen können. Denn es wird ja nicht leichter in dem Spiel, fällt mir auf. Es wird ja einfach nicht leichter, sondern im Gegenteil. Es wird ja eigentlich alles immer nur schwerer. So, ich glaube, wir sollten. Okay, du bist unverschämt. So, einfach erstmal gucken, dass wir hier alle Mistviecher, die uns jetzt hier alle irgendwie begegnen könnten, töten. Ich glaube, es gibt noch Schwereres, aber es gibt bestimmt auch noch Leichteres in diesem Spiel. Also irgendwie tut sich das alles, glaube ich, nichts. So. Ich sehe auch da schon wieder vielleicht eventuell nächste Wege, nächste Möglichkeiten. Wir klettern auf jeden Fall erstmal hier hoch. Ich glaube, da machen wir nicht viel falsch, wenn wir hier erstmal einfach hochsteigen würden. Okay, ich frage mich jetzt nach dem nächsten Weg und der ist sage und schreibe hinter uns. Das habe ich im Eifer des Gefechts leider nicht so ganz gesehen. Problem ist, dass die Sonne so extremst scheint, dass vieles auf dem Bildschirm auch verblassen tut. Na, das macht es natürlich nicht leichter, bin ich ehrlich. So, von daher wäre es vielleicht auch gar nicht so verkehrt, einfach eine Fackel anzuzünden an der Stelle, dass ich einfach erstmal sehe, was überhaupt auf uns zukommt. Es kommt ja immer eine Menge auf uns zu. Es ist ja nicht so, dass das jetzt hier alles einfach einmal durch ist und wir alles geschafft haben. Ich glaube schon, dass das jetzt hier echt extremst Rätsel werden. Ich glaube daran. Ich habe da auch keinerlei Zweifel dran. So, da ist eine Klappe, die sicherlich erst da sein muss, um was zu erreichen, und ich sehe schon wieder gar nichts. Das ist nicht. Ah, okay. Das ist nämlich das, was ich hätte gerne gesehen. Aber wo landen wir denn, wenn wir jetzt diesen Hebel bespaßen? Unten. Das ist doch Kacke. Da müssen wir ja alles nochmal machen, oder was? Oder sehe ich das verkehrt? Vielleicht kann sie sich ja auch an so einem Hebel. Aha. Ach so, okay. Ach so, man landet ja nicht ganz unten. Das ist ja schon mal nicht so übel. Stellt euch mal vor, wir würden ganz da unten landen. Dann dürften wir das alles jetzt nochmal machen. So, es ist dunkel. Ich würde gern mehr sehen. Ich bin ehrlich. Aber es ist einfach so, wenn die Sonne scheint, dann. Ja, was verrate ich euch? Ihr kennt es ja selbst. Ihr kennt es ja selbst. So. Wir versuchen natürlich das Bestmögliche jetzt hier rauszuholen. Und ich sehe, unsere Plattform ist definitiv freigegeben. Wahrscheinlich, um hier irgendwas zu erreichen, was wir noch nicht erreicht haben. Na, kürzen wir jetzt ein bisschen ab da. Das ist gut.
Und ich habe eine Fackel bekommen. Gut. Warum ich diese Fackel bekommen habe, kann ich euch an dieser Stelle wirklich nicht verraten, weil ich es nicht weiß. Kann sie denn hier irgendwie hoch oder so? Naja, auf jeden Fall ist es ja schon mal nicht schlecht, wenn man diese Fackel hat. Aber ich habe schon Vermutung. Also ich stelle da schon Vermutung an. So ist es ja jetzt nicht, ne? Oh, okay. Wir sind jetzt hier. Und ihr wisst doch noch vorne, wo diese Flamme war, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist oder auch nicht. Ich speichere an dieser Stelle und suche die Möglichkeit auf. Sag ich jetzt mal. Ich sehe da vorne das, auf Deutsch gesagt, klingt blöd, dieses olympische Feuer. Das olympische Feuer des Tempels hier. Vielleicht ist das ja genau das, was wir machen müssen. Dass wir hier an diesem Feuerpottich gehen, diese Fackel anzünden, mit ihr weiterlaufen. Und hier waren ja auch welche, die noch nicht aktiviert waren. Seht ihr die? Man stellt sich ja auch diverse Fragen in dem Spiel. So, aber die Fragen, die sollen ja auch beantwortet werden. Vielleicht ist das ja sinnvoll, wenn man die anzündet, indem man hier einfach mal herumläuft. So, jetzt habe ich ein Geräusch gehört, was ich nicht beantworten kann. Irgendwas ist aufgegangen. Fragt sich nur, wo. Stellt sich die Frage nur, wo. Also ich würde die Fackel schon gerne noch mitnehmen. Oh mein Gott. Noch mehr. Stellt sich jetzt die Frage, wie es weitergeht, Freunde. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe es jetzt irgendwie aus einer komplizierten Perspektive. Ich sehe es jetzt so, dass es irgendwo weitergehen muss, nur wo? Wo ist der weitere Weg? Ach, da ist der weitere Weg. Eventuell. Eventuell ist das der weitere Weg. Also speichern wir einfach ab. Ist scheißegal. Okay. Gut, das ist natürlich jetzt dementsprechend ordentlich Kacke. Ich verabschiede mich hier an der Stelle. Es geht demnächst weiter, Freunde. Wir sind immer für euch da. Tschüssikowski und ciao.